Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Survivaland. So, ich schaue mich mal um. Es ist noch Tag, Nacht. Und ich will gern natürlich vermeiden, dass das Feuer ausgeht. Das hier ist ein Small Rock. Kann ich den jetzt hier eigentlich... Ah, den kann ich hier hinstellen. Okay, gut. Dann kann ich jetzt hier quasi... Ist das auch ein Small Rock? Muss ich mal schauen. Stone Slate. Small Stone. Ich glaube, das geht nur mit Small Stones. Die hier hinzulegen. Mal schauen. Ja, das würde gehen. So, das heißt aber, ich brauche noch sehr viel mehr kleine Steine. Und noch ein bisschen mehr Holz. Hier haben wir Holz. Gib mal das her. Das können wir auch da reinlegen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Holz brennen wird. Das Feuer. Wo war das? Hier. So, rein damit. Theoretisch müsste ich jetzt... Hier war doch auch noch was, oder? Stone Slate. Kann ich nicht mit dem? Und dem? Achso, ich sollte mal auch was essen, sehe ich. Geht die Sonne schon wieder auf? Es sieht so aus. Mal ne... okay. Chop down palm farm or cattail to obtain rough fiber or thatch. Ja, dazu brauche ich mir erstmal... Ach, ich habe meine Stone Blade hier noch. Sehr schön. Dann kann ich hier diese zwei Steine da auch noch hinpacken. So, hier einmal... Zack, und hier, zack. Naja, gut, so ungefähr. So, das heißt, ich nehme mir mal das wieder in die Hand. Ich habe noch Zunder. Ich könnte den Zunder da auch noch reinschmeißen. Aber ich könnte noch mal eine Palme schlachten. Ich glaube, das ist die bessere Idee. Dann haben wir da noch mehr Holz. Und jetzt kommt ja auch die Sonne raus, sprich der Tag... erscheint. Aber ich bin immer noch ganz schön verletzt. Das ist auch cool mit der Ausdauer hier. Diese Klinge, die Steinklinge, nimmt sehr wenig Ausdauer weg. Muss mal näher ans Mikro. Und fällt die Palme sehr schnell. Finde ich. Wo fällt sie hin? Da. Gut. Und dann hauen wir die mal runter. Und Kokosnüsse brauche ich dann auch noch. Ich wollte mal noch schauen, stimmt. Ah, das habe ich mir für heute eigentlich vorgenommen. Zu schauen, das ist glaube ich noch ziemlich groß hier. Was man überhaupt alles essen kann auf dieser Insel. Ich mache das Feuer jetzt, wenn es... Firewood. Habe ich jetzt die Dinge eingepackt? Gut. Ich kann das Feuer auch ausmachen, aber ich droppe die hier mal kurz hier rein. Oha, was war das? Wind? Oder ein Boot? Oder ein Gewitter? Keine Ahnung. Dann haben wir hier schon mal den Anfang quasi. Unseres Lagers, weiß ich nicht. Ja. Zumindest mal ein Feuer, um da von da aus gehend dann mal vielleicht ein Lager aufzubauen oder so, ich weiß es nicht. Es jammert auch hier unten immer mal wieder so ein Haus. Also das könnte wirklich sein. Oh. Ach, jetzt ist das Ding kaputt. Ach Mann. Okay, ich brauche einen Stein. Stone Slate. Small Stone. Wissen wir ja jetzt, wie es geht. So. Knapp, grind. Ne, ich wollte ein Messer draus machen. So. Den schmeiße ich wieder weg. Obwohl, den kann ich ins Inventar packen und ans Lagerfeuer legen. Und das da auch. Und passt der da? Das da. Ich tue mal dieses Zunderzeug ins T-Shirt rein. Das will ich natürlich jetzt nicht unbedingt wegschmeißen, denn das können wir schon noch gebrauchen. Wie, das passt da nicht mehr rein? Und der Stein... Moment mal. Machen wir so. Warum geht der Stein da nicht rein? Ist vielleicht zu schwer, das kann auch sein.
Okay, das geht nicht. Na gut, dann halten wir halt in der einen Hand den Stein und in der anderen Hand den Stein. So, dann sollte ich das Feuer vielleicht gleich mal ausmachen. Aber das geht jetzt schon noch. Ich kann da schon noch Sachen reinlegen, oder? Ich hoffe doch. So, hier ein Steinchen, da ein Steinchen. So, dann machen wir uns hier ein schönes Lagerfeuerchen. Dann haben wir hier immer zumindest mal einen Platz, wo wir hingehen können. Wenn es dann dunkel wird. So, ich mache da noch ein bisschen Holz, mache ich noch rein. Einfach nur, weil wir das ja eh schon fast so weit unten haben. Erstens und zweitens, dann, ja, dann ist es bei Nacht nicht so furchtbar dunkel. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass das so krass dunkel ist. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nein? Okay, können wir das aufeinanderlegen? Nein, das geht nicht. Schade. Na gut, ist ja gleich hier. Können wir ja. So, da rein tun. Glum, glum. Und das da auch. Boah, das ist echt übel aufwendig hier alles. Ich hoffe, das verschwindet nicht. Hier mein Holz. Ich da auch noch ein bisschen rumhacken. Oh. So natürlich nicht. Ah, da geht auch noch was. Okay. Palmfarn. Sollte ich doch auch, oder? Palmfarn or cattail. To obtain a rough fiber or thatch. Kann ich damit was machen? Was kann ich damit machen hier? Also nehmen kann ich's schon mal. Aber was soll ich damit? Okay, hier, also mit dem, zumindest mit dem Werkzeug kann ich hier nichts machen. Was ist, wenn ich drauf einschlag? Ach, dann werden es einzelne Palm Leaves. Ja gut, das brauchen wir dann wahrscheinlich. Make more items, ja. Aber ich will gern dieses Ding hier noch fertig zerlegen. Mal gucken, wie viele Palmblätter da jetzt rauskommen. Ich hack einfach mal weiter. Achso, jetzt hack ich auf dem Palmblatt rum. Na egal. Ich will das Holz haben. So, gleich haben wir's. Jawohl, sehr schön. Gut, dann kann man die Palme also komplett zerlegen. Das ist sehr schön. Da kriegen wir ordentlich Holz raus. Und das Gute ist, wenn wir sterben. Ist das ein großes? Ja, das ist ein großes Stück. Pillars or buildings. Da können wir dann natürlich auch mal anfangen, endlich mal hier Gebäude zu bauen. So, den hier auch gleich. Das ist ein Gehacke hier. Ein bisschen Musik wäre nicht schlecht. Ich glaube, ich könnte mir da mal eine Playlist anmachen. Ja, jetzt will ich aber das Holz haben. Nicht das Palm Leaf. Weg mit dir. Weg, weg, weg. Palm Leaf gehacken. So. Das hier auch. Toll, da werden einzelne Blätter draus. Und aus den einzelnen Blättern werden wiederum noch kleinere Blätter. Ist das verrückt. Kann ich die stacken? Ja, die kann ich stacken. Wie? Ah, mit Q. Ja, genau. Na, dann stacken wir die doch mal. Dann sind sie aufgeräumt. Und wenn ich sie dann mal brauche, kann ich sie immer noch nehmen. Wie jetzt? Warum habe ich jetzt mein Ding weggeschmissen? So ein Quatsch. Mein Messerchen. Mein Steinmesserchen habe ich weggeschmissen. So, alles gesteckt. Hier hat es noch dieses Kleinzeug. Das, kann ich das da auch reinstecken? Nee. Aber das kann ich ja hier hinstecken, daneben. Stack. Und das will ich sammeln, ja. Oh, da war es gerade.
Da. Ah, das kann ich nicht stacken. Schade. Ja, ich kann es einfach da hinlegen. Okay, das ist. Kommt dem Ganzen ähnlich. So. Oh Mann, das ist hier mit den Tasten, also echt. Das ist sehr verwirrend. So, Firewood. Stoneblade. Achso. Ja, aber die Stoneblade, die kann er doch jetzt. Genau, wieder da reinpacken. So, packen wir hier wieder Feuerholz rein. Mach das Ding einfach schön voll, dann wissen wir, dass wir hier uns immer schön ein Feuerchen machen können. Ah, okay, jetzt ist voll. Sehr schön. Dann lege ich mir das hier zurecht. Den Rest. Sehr gut. Also da kriegt man aus einer Palme doch ganz schön viel raus. Das freut mich. Hier hin und hier hin. Naja, das wollte ich jetzt so nicht. Okay, aber schon wieder nehmen, oder? Wie? Ich kann das jetzt nicht wieder nehmen? Oh nein, ich dachte, ich kann das da wieder rausnehmen. Mist, da hätte ich das jetzt nicht so hinlegen dürfen. Oh nein! Oh, so ein Mist. Naja, gut. Wir haben ja hier recht viel Holz drin. Naja, gut, da kann ich dann hier tatsächlich kein Holz mehr rausnehmen. Schade. Ja, wir sollten was essen. Und ich sollte Chop Down, Palm fahren, Catch Tail, was auch immer. Aber zuerst was essen. Hier haben wir Muscheln. Die mache ich aber mit Stein kaputt. Nicht mit meinem guten Steinmesser. So, da haben wir zwei Stück. Und kein Stück. Einmal. Zweimal. Achso, die muss ich ja jetzt. Ah ja, die muss ich jetzt wieder hinlegen. Einmal dahin und einmal dahin. Und dann mein Messerchen. Und einmal so und einmal aufbohren. Lecker. Und hier auch einmal aufbohren. Auch lecker. Huch. So. Schnabulieren. Ach, okay, ich brauch's gar nicht in die andere Hand nehmen. Sehr gut. Weg damit. Also, siehst du, jetzt haben wir doch ein bisschen was gegessen. So, mit den Schalen kann ich bestimmt auch noch irgendwas anfangen. Später. Das Ding packe ich wieder weg. Den nehme ich mal mit. Vielleicht finden wir noch mehr Muscheln. Aber hier ist so ein Fahnenpalm? Ist das hier ein Fahnenpalm? Coconutpalm? Youngpalm? Youngpalm. Branch. Oh man, das ist hier auch krass mit den Inseln. Also das ist echt viel. Wir könnten hier übelst weit ziehen. Aber ich muss dran denken, dass wir hier... Ich müsste mir irgendwelche Marker setzen, dass wir wieder zurückfinden. Coconut Palm? Young Palm? Ich weiß gar nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Dieses Ding hier. Mal zu hacken. To obtain rough fiber or thatch. Kokosnusspalme. So, das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Den Wooden Trunk, den können wir natürlich, den Stumpf, den können wir uns zunutze machen, wiederum fürs Feuer, aber da haben wir ja jetzt schon eigentlich genug voll. Ja, ist ein kleiner Stick, na, das bringt mir gar nichts. Das bringt mir nichts, das bringt mir nichts. Ich gehe mal darüber. Oh. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Stickety, Stickies und Wood Stub. Da war schon jemand, hat was versucht und hier ganz viele Muscheln gegessen. Wie wir sehen. Und hier gibt es noch sehr viel mehr Muscheln, das ist sehr gut.
Hm. So. Die hier. Nein. Nein. So rum. Genau. Die legen wir dahin und die legen wir daneben. Komm, da esse ich die auch schnell. Hoch. Ich sollte natürlich nicht verrutschen mit der Hand. So, einmal offen. Und zweimal offen. Ist das Ding jetzt kaputt gegangen? Mit der letzten Muschel, kann das sein? Mein Messer. Mal schauen. Jawohl. Mit der letzten Muschel. So, ich nehme mal den Stein. Hier hat man noch mehr Muscheln. Soll ich die mal mitnehmen? Wäre eigentlich sinnvoll. Wenn ich die einpack. Ins Inventory. Und die mir dann später zunutze mache. Wenn wir dann wieder Hunger haben. So. Da waren doch noch mehr. Ja, da sind auch viel mehr. Sehr schön. Wunderbar. Kann ich die gleich mit rechter Maustaste einschnappen? Nee. Ah, aber so. So kann ich sie direkt verschwinden lassen mit der mittleren Taste. Da war nichts dabei. Da ist wieder eine. Jetzt müssten wir gleich genug schon davon haben. Oha, okay, jetzt sind wir randvoll mit Muscheln. Und das Wetter ist nicht so der Hit. Ich gehe mal wieder Richtung Heimat. Bring mal die Muscheln weg. Wobei ich eigentlich auch noch zwei Stück in jede Hand nehmen könnte. Komm. So, dann sind wir muscheltechnisch ausgestattet. Denn einen Stein finde ich auch woanders. So. Nichts wie ab nach Hause. Oh Mann, wir brauchen ganz dringend irgendeinen Rucksack oder sowas. Also quasi müssen uns irgendwie so eine Art Rucksack craften. Das geht schon hier. Aber wann und wo? Und was ist das da? Sind das Kohlefelsen oder wie? Ich sollte vielleicht mal das Tutorial weitermachen. Oh, Danny Boy spielt Stickfight, okay. So ein dämliches Spiel. Naja. Fanpalm. Was ist eine Fanpalm? Ein Fan ist ein Ventilator, beziehungsweise so ein... Naja, halt so ein Fan. Aber die meinen ja nicht fahren, oder? Die meinen ja schon fahren. Wir bräuchten auch mal Schuhe, also wir müssen uns da noch Klamotten craften und all so ein Zeug. Allerhand Stuff. Das ist, glaube ich, hier eigentlich ein gar nicht so schlechter Platz. Da könnte ich hier die Muscheln mal hinlegen. Hier so. Wie kriege ich die anderen raus? Okay, so. Nein. So, zack, zack. Lege ich die mal dahin. Ja. So wollte ich machen. So, zack. Und zack. Die könnte ich natürlich auch einfach droppen, aber ich will die schon einigermaßen schön hinlegen. So. Oha. Uiuiui. Ich hoffe, wir können hier nicht durch einen Blitz sterben. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Ja,
Ist es ekelhaft. Da setze ich mich hier mal so ein bisschen unterm Stein. Ich habe schon wieder Hunger. Ich habe schon wieder nichts im Magen. Ich habe doch erst lecker Muscheln gegessen. Ja, okay, ich habe hier aber auch noch genug. Ich bräuchte, glaube ich, mal eine Kokosnuss. Ich weiß auch gar nicht, was man da alles essen kann. Aber auf jeden Fall ist es hier gerade ein furchtbares Wetter. So, nochmal hinflezen. Hier schön so an den Stein lehnen. Und warten, bis der Regen vorbei ist. Und dann würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier bei Survival. Bei Survivaland. Und dann schaue ich mal, dass ich mal dieses Fanpalme. Vielleicht ist es die hier. Ich muss mal gucken, welche Palme dieses ist. Oha, wie das blitzt. Heftig. Man sollte sich jetzt nicht in der Nähe von hohen Palmen aufhalten. Dann lieber hier bei einem Stein. Naja, eigentlich gar nicht bei Gewitter draußen, aber wo soll man auch rein? Man hat ja noch kein Shelter. Und unser Feuer können wir natürlich so auch nicht starten, weil es natürlich klatschnass ist. Und ich müsste damit auch noch Dinger machen. Aber das wird damit nicht mehr funktionieren. Die sind ja schon wieder so gesteckt. Ich muss die voneinander entfernt hinlegen das nächste Mal. Für den Bohrer, ne? Für den Drill und für diese Platte. Für das Fireboard. Da muss ich dann nochmal was suchen. Beziehungsweise mir halt nochmal eine Palme runterhauen. Das geht ja schon. Das ist ja alles aus diesem Firewood quasi. Naja, gut, meine Freunde, wie gesagt, dann machen wir hier eine kleine Folgenpause. Sitzen hier und warten und sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao. Verabschiede dich mal hier. Tschüss.